willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine gesunde Galette. Und Galette kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie runde Plätzchen oder große flache Kuchen. Das ist richtig super lecker, total einfach gemacht. Ihr braucht nicht mal eine Backform dafür, keine Küchenmaschine, nichts. Richtig gut und der Kuchen schmeckt so ein bisschen auch nach Keks, also richtig genial und fruchtig, weil ihr könnt verschiedene Früchte reinnehmen. Ich nehme heute Kirschen und ja, das Rezept müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für eure Galette braucht ihr folgende Zutaten und zwar habe ich hier Dinkelmehl und zwar einmal Typ 630 und einmal Dinkelvollkornmehl und das mache ich immer halb-halb, das ist eine bessere Konsistenz dann für den Kuchen, schmeckt nicht so ganz nach Brot, wenn es nur Vollkorn wäre, sondern das Dinkelmehl Typ 630 gibt den ganzen dann auch nochmal einen Kuchentouch, aber das Vollkornmehl macht es natürlich auch ein bisschen gesünder. Dann habe ich hier eine Prise Salz, dann eine halbe Bio-Zitrone, davon brauchen wir dann die Schale und den Saft. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kokosblütenzucker, da könntet ihr zum Beispiel auch Vollrohrzucker verwenden. Da habe ich gemahlene Mandeln, da könnte man auch zum Beispiel Haselnüsse verwenden, was ihr halt lieber habt. Dann habe ich hier noch kaltes Wasser und hier zimmerwarmes Kokosöl. Als allererstes kommen die trockenen Zutaten in eure Rührschüssel und anschließend reibt ihr von der Zitrone die Schale hinein. Dann wird das Ganze einmal durchgemischt, am besten mit einem Schneebesen. Und danach kommt dann das Kokosöl hinzu und dann noch ein bisschen von dem kalten Wasser, so ungefähr 5 bis 6 Esslöffel. Das schaut ihr dann, ob ihr mehr oder weniger davon braucht. Dann wird der ganze Teig zuerst mit den Händen zusammengeknetet, zu einer Kugel geformt und dann in Frischhaltefolie eingepackt. Und das Ganze kommt dann für circa 30 Minuten in den Kühlschrank zum Ruhen. Während der Teig im Kühlschrank ruht, mache ich schon mal weiter mit meiner Füllung und ich mache hier heute eine Kirschgalette. Deshalb habe ich hier Kirschen gewaschen, entsteint und halbiert. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen verwenden, Äpfel zum Beispiel, Zwetschgen, Rhabarber, Heidelbeeren oder Aprikosen. Also alles, was ihr gerne habt und was natürlich gerade auch jetzt Saison hat. Dann braucht ihr noch die Hälfte von der Zitrone von eben, davon jetzt den Saft. Dann noch einen Esslöffel Dinkelvollkornmehl und einen Esslöffel Kokosblütenzucker für die Süße natürlich. Und das Ganze gibt dann eine richtig leckere, fruchtige Füllung für unsere Galette. So, der Teig konnte jetzt im Kühlschrank ruhen und jetzt werde ich ihn auswallen und zwar zu einem großen Kreis, ungefähr 0,5 cm dick. Und das muss auch nicht wirklich genau sein, so ungefähr, dass es ein Kreis hinkommt. Denn ich finde, das sieht dann ganz schön aus, wenn es nicht super perfekt ist, weil dann weiß man, dass es wirklich auch handgemacht ist. Wenn dann der Teig ausgewalzt ist, dann gebt ihr das Ganze mit dem Backpapier auf ein Blech und jetzt könnt ihr eure Füllung darauf verteilen. Ich jetzt meine Kirschfüllung oder ihr die anderen Früchte oder Beeren, die ihr halt gewählt habt. So, die Früchte lege ich jetzt hier in die Mitte und werde die ausbreiten, aber ein bisschen von dem Rand lasse ich übrig, so ungefähr 5 cm, denn der wird jetzt hochgeklappt und es gibt dann eben diese Begrenzung und das ist dann auch die typische Form von einer Galette. Und wer mag, kann jetzt den Rand noch mit Wasser oder mit Milch bestreichen und dann mit gehackten Mandeln oder gehobelten Mandeln verzieren.
Und so kommt die Galette jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad für ungefähr 30 Minuten Ober-Unterhitze. Und so ist meine Galette jetzt fertig gebacken. Es duftet herrlich und die schmeckt richtig lecker. Ihr müsst es wirklich unbedingt mal ausprobieren. Ich kannte das früher auch nicht und wo ich das dann das erste Mal ausprobiert habe, war ich total begeistert davon, weil die so richtig lecker schmeckt, fruchtig und dennoch knusprig, erinnert irgendwie an Kekse einfach. Richtig lecker, sehr zu empfehlen. Und wer möchte, kann das Ganze jetzt noch mit ein bisschen Puderzucker bestreuen. Wer aber auf den Zucker komplett verzichten möchte und nicht noch mehr hinzufügen möchte, dem habe ich einen Tipp. Und zwar habe ich hier Kokosmehl und das eignet sich super gut, denn das zieht nicht ein in das Gebäck, bleibt also schön oben drauf liegen und ist natürlich auch kein Zucker. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt motivieren, mal was anderes zu backen, einen anderen Kuchen auszuprobieren. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren gesunden Rezepte von mir. Wie immer findet ihr auch alle Mengenangaben auf meinem Blog aufgeschrieben. Die könnt ihr euch dort auch problemlos ausdrucken, wenn ihr möchtet, und abheften. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare von euch, über Feedback, wie es euch geschmeckt hat, über Fotos, am besten natürlich über Instagram und da unter dem Hashtag Frau Jannik. Ich freue mich einfach riesig und es gibt mir viel Motivation und freut mich, was ich hier mache, dass das bei euch gut ankommt. So, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß dann beim Ausprobieren. Lasst mich wissen, ob es euch geschmeckt hat. Und ja, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss! Eure Frau Jannik.